Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Tag, heute ist Samstag, der 9. Januar 2016 und das ist Vlog Nummer 150. Folgen schon, krass, oder? Ich glaube, bei Folge 50 hätte ich gedacht, dass ich gar nicht so lange durchhalte. Ich habe das ja, wie ihr vielleicht wisst, schon mal gemacht, irgendwie 2006 oder 2007 oder so. Ich wusste also, worauf ich mich einlasse und dass es manchmal hart ist und sehr anstrengend ist, besonders wenn man eigentlich gar keine Lust hat, vor die Kamera zu treten oder einem nicht so recht einfällt, was man erzählen könnte, wenn der Tag eher langweilig ist oder sonst auch nichts los ist. Naja, aber ich habe vor, auch weiterhin durchzuhalten und ich habe auch vor, noch weiter durchzuhalten als weitere 150 Folgen. Jens meinte letztens oder hat mir letztens geschrieben, dass ich dieses Jahr rein theoretisch, wenn ich dabei bleibe, die Folgen 200, 300, 400 und ich glaube sogar 500 auch noch schaffe, was sich wahnsinnig anhört, mir so ein bisschen Respekt einflößt vor dem, was ich da noch vorhabe, aber ich habe Spaß daran. Und das ist ja auch der hauptsächliche Grund, warum ich das Ganze mache. Ich habe da und das Schöne daran ist, ich muss es mal so ausdrücken vielleicht, und warum ich auch damit angefangen habe, ist Routine im Umgang mit Final Cut Pro zu bekommen. Man rostet ja so ein bisschen ein, wenn man Dinge nicht so oft benutzt, wie man sie eigentlich benutzen möchte und nicht immer das alles benutzt, was man benutzen kann. Ja, also es fördert mein Umgang mit Final Cut Pro. Zum anderen fördert es meine Kreativität, weil man halt auch schon ganz anders im Tag unterwegs ist und an Dinge rangeht, weil man halt ständig auch ein bisschen überlegt, okay, wie kann man das jetzt fürs Video umsetzen oder fürs Video besser darstellen, als man es normalerweise hinnehmen würde vielleicht. Ja, also es fördert meine Kreativität im Bereich des Films, auch wenn es in manchen Vlogs nicht so zu sehen ist, aber es ist so. Und zum anderen fördert es auch meine Kreativität so ein bisschen beim Schreiben, weil ich ja wieder dazu übergegangen bin, wirklich auch zu jedem Vlog unten in der Beschreibung, also da unten, so ein bisschen was dazu zu schreiben, was denn im Tag passiert ist. Das ist keine große Schreibekunst und das ist oft nicht viel, aber auch das, ja, fördert einen so ein bisschen. Ja, was bleibt sonst zu sagen nach 150 Folgen? Ich habe jetzt 29 Abonnenten auf YouTube. Wow. da kam der Sarkasmus ein bisschen rum, ne? Ich bin froh über jeden einzelnen Abonnenten. Und wirklich, also an alle 29, die jetzt hier zuschauen. Nee, da kommen wir gleich zu. Schauen keine 29 zu. Aber an alle 29 Abonnenten, falls ihr das hier sehen solltet, danke. Und meine Videos werden im Schnitt 15 bis 20 Mal gesehen. Aber wie gesagt, also hier der große Ruhm und Reichtum und Millionen von Abonnenten ist definitiv nicht der Grund, warum ich hier vlogge. Also die Gründe habe ich gerade schon genannt. Der schönste Nebeneffekt an der ganzen Sache ist eigentlich, dass es mich echt happy macht. Ich war lange nicht mehr so viele Tage am Stück happy. Ist auch nicht immer im Vlog zu sehen, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so. Ich bin ausgeglichener, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich mich so ein bisschen mehr kreativ austoben kann mit Dingen, die mir Spaß machen, nämlich Videos aufnehmen und später bearbeiten am Rechner. Ich fühle mich immer noch so verpeilt, verpennt. Bart sieht auch total zerzaust aus. Und rasieren sollte ich mich immer wieder. Naja, aber so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Muss ich morgen machen.
Übrigens nehme ich heute Vlog 150 auf. 150 Folgen. Wer hätte das gedacht, dass ich so lange durchhalte? Viel beeindruckender ist eigentlich auch, dass ihr das durchhaltet und euch das immer anschaut. Was ich mir für die nächsten 150 und mehr Folgen aber wünsche, ist, dass mein Kanal größer wird. Wie gesagt, ich habe großen Spaß daran und ich mache das, um mit Final Cut besser klarzukommen und da Routine reinzubekommen und Routine zu haben. Und trotzdem habe ich Sorge, dass ich dann irgendwann sage, ja, ich habe keinen Bock mehr, das schaut sich eh niemand an und warum und was soll das eigentlich noch? Und darum möchte ich eure Hilfe. Wenn euch meine Videos gefallen, teilt sie bitte, macht meinen Kanal bekannter, schreibt in euren Blogs darüber, schreibt auf Facebook darüber, schreibt auf Twitter darüber, erwähnt mich in euren Vlogs, in euren Videos oder sonst was. Und wenn, also was ihr da so macht, und wenn euch meine Videos nicht gefallen, dann schreibt trotzdem darüber, sagt, dass sie scheiße sind, schreibt auf Facebook, dass sie scheiße sind, schreibt auf Twitter, dass sie scheiße sind, schreibt aber dazu, warum sie scheiße sind und was euch nicht gefällt. Also nicht einfach nur schreiben Scheiße. Das ist langweilig, das kann jeder. Also sie können nur besser werden, wenn ich weiß, warum sie scheiße sind oder warum ihr sie scheiße findet. Also ja, verbreitet die Kunde. Das wäre echt toll, weil nur so kann auch mein Kanal wachsen, nur so kann ich besser werden und nur so kann ich dabei bleiben auf Dauer. Ja, also das wäre ganz toll, wenn er mir da ein bisschen hilft und den Kanal ein bisschen bekannter macht. Ich weiß nicht, wie viel, oder sagen wir, wie viel die Videos schauen, weiß ich, das sehe ich. Aber ich weiß nicht, wer von euch sie schaut. Ja, also gebt mal ein bisschen Feedback, das wäre echt super. Und was ihr auch machen solltet, wenn ihr einen Twitter-Account habt, verbindet doch euren YouTube-Account mit eurem Twitter-Account. Ja, ich bettel hier gerade um Aufmerksamkeit, oder? Nein, es ist einfach so, ne? Ich habe schon oft gesagt, man möchte mal Feedback und ja, darum geht's. Gebt mir Feedback. Wobei mir das Vloggen auch geholfen hat. Ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, was andere Leute über mich denken, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin, Fotos mit dem Handy mache und das vor allem in merkwürdigen Positionen. Aber ich habe auch gemerkt, als ich angefangen habe, dass es mir komisch vorkam, sagen wir mal so, die Kamera so vor meinem Gesicht zu halten, auf mich richten und da reingequatscht habe. Und damals habe ich, wie gesagt, die GoPro genommen. Das ist sowieso niemandem aufgefallen, dass ich da gerade in die GoPro reingequatscht habe. Und jetzt nehme ich, wie gesagt, oder wie ihr wisst, meistens meine große Spiegelreflexkamera. Halte die so an einem Gorillapad vor mir mit einem Mikrofon oben drauf. Und ja, die Leute gucken mich komisch an, wenn ich durch die Straßen gehe. Das merkt man ja, aber es ist mir egal. Und auch das macht einen glücklicher, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, was andere gerade denken, sondern einfach nur macht. Das ist schön. Ein bisschen schade ist, dass die 7D hier keinen Autofokus hat. Das habe ich ja schon öfter erwähnt. Also ich muss daran denken, ab und zu mal wieder die Aufnahme zu unterbrechen, zu fokussieren und dann weiterzumachen. Aber auch da bekommt man Routine rein. Und ja, also das Wichtigste, was ich eigentlich sagen wollte und worum euch ich bitte, ist eure Hilfe. Schreibt über meine Videos, verbreitet meinen Kanal und wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich möchte auf jeden Fall dabei bleiben, ich bleibe auf jeden Fall dabei erstmal und umso mehr Zuschauer man hat, umso einfacher fällt denn das, glaube ich. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, wenn unter meinen Videos auch Kommentare kommen und sich Diskussionen entwickeln zu dem, was ich in dem Video erzählt oder erlebt habe. Und wir vielleicht so eine kleine Community aufbauen, das wäre ganz cool. Das würde mich sehr freuen. So, das wollte ich einfach mal loswerden. An alle, die bisher meine Videos geschaut haben, die meinen Kanal abonniert haben und hoffentlich noch weiter dabei bleiben, vielen Dank. Und ich glaube, das war eigentlich schon der Hauptteil von meinem 150. Vlog heute. Ich nehme natürlich noch ein bisschen auf vom Tag. Mal sehen, was noch so passiert. I'm gonna go get some more.
Kumpel gemacht, weil er seine Kumpel und Kumpel ja, wenn du an einen schreibst, dann können die an alle anderen das auch lesen. Dankeschön. Bitte. Das war's für heute, für Vlog 150. Warum sollte ich 150 anders machen als die anderen? So, jetzt aber Schluss. Ich habe heute sehr viel gelabert, es tut mir leid. Ja. Also dann haltet durch und die nächsten Videos werden wieder normal. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Das kann ich vergessen.